Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man eine automatische Tür bauen kann, die sich selbst öffnet, wenn man drauf zuläuft. Und so seht ihr das hier. Hier haben wir Druckplatten und wenn ich da jetzt auf die Tür zulaufe, geht sie automatisch auf. Und wenn ich dann über die Druckplatten rüber bin, auch automatisch zu. Und das gleiche funktioniert natürlich auch von der Innenseite quasi nach außen. Ihr könnt das Ganze auch mit Knöpfen machen, wenn ihr möchtet, aber ich finde Druckplatten eben ein bisschen einfacher, weil man jetzt einfach ohne was zu tun einfach drauf loslaufen kann. Die Tür geht auf, man muss nicht aufhören zu sprinten. Und ja, das Ganze funktioniert. So, und wie man das baut, werde ich euch jetzt zeigen. So, braucht ihr dafür erstmal so einen Eingang. Der muss insgesamt 3 Meter oder 3 Blöcke quasi breit sein, damit ihr dazwischen die Pistons bauen könnt. Und der muss 2x3 hoch sein. Das könntet ihr rein theoretisch auch noch höher bauen oder niedriger. Aber ich habe es in diesem Fall jetzt mal 2x3 gemacht, weil ich finde, das sieht eigentlich am besten aus. Und was für Blöcke ihr dafür braucht, sind dann einmal Sticky Pistons. Dann braucht ihr Redstone-Fackeln. Ihr braucht dann je nachdem, mit was ihr das auslösen wollt. In meinem Fall jetzt Druckplatten. Ihr könnt aber auch, wie gesagt, Knöpfe nehmen oder auch Schalter, wenn ihr möchtet. Dann machen wir Redstone, Redstone Repeater und eben den Block, aus dem ihr die Tür bauen wollt. Das ist in diesem Fall jetzt dieses Spruce Wood. Und dann könnt ihr auch schon direkt anfangen mit dem Bau. Und das erste, was ihr macht, ist quasi ein Block hinter die Wand quasi. Also hier machen wir jetzt eine Wand hoch. So, das wird dann später auch die Tür sein. Und ein Block dahinter quasi müssen dann 3 Sticky Pistons, und zwar aufeinander. Die müssen mit dem Schleim quasi zu euch gucken. Und auf der anderen Seite genauso. Wenn wir da jetzt nämlich das Holz hin tun und die jetzt ausfahren, dann sind sie eben genau da, wo sie sein sollen quasi. Dann machen wir hier oben nochmal ein Dach drüber, damit das nicht so auffällt. Und ja, das war schon mal der Anfang. So, jetzt müssen wir es machen, dass die Pistons gepowert werden. Und zwar machen wir dafür auf den oberen Piston einen Block und dann von dem hier 2 Blöcke quasi weg ein. Das machen wir auch auf der anderen Seite. Und jetzt können wir nämlich einfach eine Redstone-Fackel auf diesen Block hier setzen und dann werden alle 3 Pistons gleichzeitig gepowert. So, zack. Das Ganze nochmal hier und dann seht ihr schon, dass die Tür immerhin schon mal zu ist und jetzt müssen wir es schaffen, dass sie quasi auf und zu geht, wenn wir über Druckplatten laufen. Und zwar nehme ich dafür, achso, die Druckplatten habe ich schon. Super, machen wir hier einmal welche hin, hier ist ja der Eingang quasi. Oder der von außen der Eingang quasi und hier ist dann der Ausgang. Und jetzt müssen wir von diesen Druckplatten aus noch ein Redstone-Signal eben zu den Fackeln schicken. Dafür müssen wir einmal hier ein bisschen Tunnel buddeln. Und zwar müssen wir unter den Druckplatten genau Redstone platzieren. Wenn wir uns jetzt nämlich auf die Druckplatten rausstellen, dann wird der Redstone aktiviert. Und mit diesem Redstone-Signal müssen wir jetzt die Fackeln powern, damit diese ausgehen. Und zwar geht das so, dass wir jetzt dieses Redstone-Signal quasi genau in diesem Block laufen lassen. Und jetzt müsste das schon funktionieren, wenn ich mich da jetzt raufstelle. Perfekt, die eine Seite geht schon mal auf. Und das Ganze machen wir jetzt auch nochmal auf der anderen Seite. Im normalen Spiel oder in eurem Haus müsstet ihr das jetzt natürlich noch irgendwie ein bisschen schön verkleiden, damit man das nicht so sieht, weil das sieht ja ein bisschen blöd aus. Aber das ist auch nicht so schwer. So, und ich mache jetzt mal hier kurz weiter, zack. Oh, das muss hier ein höher schon gehen, so, zack. Wenn ich da jetzt rüberlaufe, funktioniert es schon mal von der einen Seite. Das ist ziemlich gut. Und von der anderen Seite müssen wir jetzt rein theoretisch nur noch das Signal mit diesem hier verbinden. So, gehen wir dafür einfach hier unter die Erde, machen dann hier unter auch wieder die Redstone-Signale. Jetzt buddeln wir uns einmal darüber. Und das Signal würde wahrscheinlich nicht ganz reichen, um bis nach hier zu kommen. Deswegen brauchen wir einen Repeater. Der sorgt nämlich dafür, dass das Signal nochmal verlängert wird. So. Dann machen wir das nochmal zu. Und wenn ich da jetzt rauf trete, müsste das auch aufgehen. Ja, perfekt. Und so ist jetzt eigentlich schon die ganze Schaltung. Das Ganze müsstet ihr jetzt natürlich noch ein bisschen verkleiden, so wie ich es hier gemacht habe. Also hier zum Beispiel einfach eine Mauer vorbauen oder irgendwie ein hübsches Bild hinhängen oder irgendwie sowas. Wenn man das eben von außen nicht sieht, das wäre ein bisschen blöd. Und von innen könnt ihr das auch verstärken. Ihr könntet hier zum Beispiel noch Blöcke rüberbauen. Und was ihr dann an dieser Stelle hier machen könntet, wären Halbsteine, weil die unterbrechen das Signal nämlich nicht. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel Halbblöcke hinstelle, oder Halbsteine meine ich, kann man immer noch das Signal benutzen. Würde ich da jetzt einen ganzen Block hinstellen, würde er nämlich das Signal kappen, weil der Block so groß ist. Und dann würde das Ganze nicht mehr funktionieren. Das nochmal als kleinen Tipp vielleicht. Und dann könnt ihr hier, wie gesagt, einfach eine Mauer nochmal drüber bauen. So vielleicht. Und dann hier natürlich auch nochmal drüber einfach. Und dann könnt ihr hier euer Haus weitergehen, ohne dass man eben diese Verkabelung sieht, weil die ja doch schon ein bisschen blöd aussieht. Und ja, das war so das ganze Tutorial schon. Ich finde das eine ziemlich nice Tür. Und gerade wenn ihr Steinplatten benutzt, dann können da auch keine Monster rüberlaufen. Das ist ja bei Druckplatten aus Holz ein bisschen anders. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, es war verständlich. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt doch mal ein Hashtag Tür in die Kommentare. Und ansonsten hoffe ich, das ja, hat euch, wie gesagt, geholfen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.